Hallöchen. Hallo. Ich habe mal eine Frage, und zwar, wenn ich schon sehr viel, also wenn ich meine Themen kenne oder glaube zu kennen, aber das Gefühl habe, es wiederholt sich immer wieder und ich kriege es nicht gelöst. Ist dann ein tiefliegendes Thema drunter und kann das vielleicht auch dann nächste Woche drankommen mit Schnüren oder woran kann es liegen? Halt. Also du, das ist eine, ich lache, weil du sagst, oder wenn ich glaube, dass ich meine Themen kenne. Ja, Weil man. weil also die Leute sagen mir das zwar schon alles und ich erkenne dann auch Sachen, wie ich mich verhalte und verstehe das dann auch, aber ich habe halt das Gefühl, es wiederholt sich immer. Also ist es ja nicht gelöst und mich nervt das, weil ich seit Jahren halt versuche verschiedene Themen und merke einfach, da muss was anderes halt sein oder keine Ahnung. Nee, du hast es gut erkannt. Ich zeige dir es mal. An meinem letzten Seite an dem Buch Lass Wunder geschehen, habe ich Okay. einen Baum. Kannst du es sehen? Ja. Das ist so ein künstlicher Weihnachtsbaum, so eine Ja. Spirale, die nach Ja. oben geht. Leider ist oft das Leben so. Wir fangen hier unten an, wo es Ja. groß ist, die Spirale mit unseren Themen, weißt du? Und dann auf der einen Seite des Baumes sind unsere schweren Themen und auf der anderen Seite des Baumes sind unsere fröhlichen Sachen, unsere guten Sachen. Und dann gehen wir so diese Spirale im Leben hoch. Dann kommt wieder die Zeit, schon wieder das Thema mit Beziehung oder Finanzen. Arbeitest du dich durch, gehst du wieder hoch, alles schön. Jedes Mal, wenn du an diesem Thema, an dieser Seite vorbeikommst, kommt das Thema wieder hoch, aber immer auf einer anderen Ebene. Na, irgendwann mal wirst du merken, dass es nicht mehr unbedingt dein Thema ist und dann kommt das Thema in anderen Leuten hoch, wie du, mit denen du zum Beispiel arbeitest. Ja, das merke ich jetzt schon. Und dann kannst du denen mehr helfen damit, als dass du dir selber helfen musst. Genau, das habe Jetzt ich auch habe schon. ich mal in der Akasha Chronik vor kurzem gefragt, ich war ein bisschen, habe mich frustriert gefühlt, habe gesagt, ach Gott, hört es denn irgendwann mal auf? Ich meine, ist es denn immer mit diesem Kreislauf so Ja. weiter, weißt du? Ja, Und da ja. haben sie gesagt, ja, es hört auf, wenn du stirbst. Und Schön. dann, das war dann Ende der Durchsage sozusagen. In anderen Worten, nee, sterben will ich noch nicht. Ist in Ordnung. Jetzt lebe ich halt damit, mache ich weiter so, weißt du? Okay. Aber du, ich verspreche dir, du kommst mehr und mehr zu diesem Kreislauf, wo du merkst, oh, okay, ist da, aber es tut mich jetzt nicht unbedingt aus der Bahn werfen. Das ist doch auch schon mal was wert, oder meinst du nicht? Ja, ich merke auch, es wird weniger. Wenn ich die Themen habe, erkenne ich, dass es anders ist, auf jeden Fall. Und du hast mehr und lernst mehr und mehr Werkzeuge, wie du wieder sofort in deine Spur zurückkommen kannst. Was funktioniert für dich, dass du wieder in dich, in deine Energie reinkommen kannst? Das Hast ist du ein paar Werkzeuge? ein paar, aber ich, Also ja, ich weiß Werkzeug nicht. Nummer eins wäre die Akasha Chronik. Okay, das ist jetzt in deiner Werkzeugkiste mit drin, dass du sofort in der Akasha-Chronik fragen kannst, Mensch, das stört mich jetzt, das Thema oder die Emotion, was könnt ihr mir sagen, damit ich mich besser fühle? Und das ist eigentlich alles, was du brauchst. Aber es gibt noch andere Werkzeuge, gute Ernährung, in die Natur gehen, Meditation, hast eine Freundin, gute Freundin, die du anrufen kannst, mit denen du eine ehrliches Gespräch haben kannst, solche Sachen. Okay, danke schön. Ja? Okay. Okay. Danke dir.